Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. So, liebe Mamas da draußen, hier spricht mal wieder Mella. Oh, ich freue mich riesig heute auf die Aufnahme, weil es mein absolutes Herzensthema ist. Ich hatte es schon mal in einer Story vor ein paar Wochen angekündigt. Eigentlich sind alle drei Themen mein Herzensthema, aber mein absolutes Herzensthema ist das einer gewaltfreien Geburtshilfe. Und damit wir das irgendwann hoffentlich in Deutschland erreichen, kommen wir leider nicht drum rum, auch über gewaltvolle Geburten zu sprechen. Und da habe ich heute eine ganz tolle Gästin hier im Podcast, nämlich die liebe Alina. Nein, ihr müsst jetzt nicht mittlerweile alle Alina heißen, damit hier irgendwie eine Aufnahme stattfinden kann. Ich glaube, du bist jetzt mittlerweile die dritte Alina hier. Aber erstmal willkommen an dich. Ich freue mich total, dass du da bist. Du bist auch Hebamme, was das Ganze noch spannender macht. Und danke, danke schon vorab, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Hallo erstmal. Hallo. Wollen wir direkt reinstarten? Erzähl uns doch mal in deinen eigenen Worten, wer bist du, wie alt ist dein Kind, wann ist es zu dieser besagten Geburt gekommen und teile gerne das, was du mit uns teilen möchtest. Ja, ich bin Alina, ich bin 31, komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet und bin 2016 für meine Hebammenausbildung hier ins schöne Emsland gezogen. Und bin dann eben auch hier Hebamme geworden und seitdem auch hier tätig. Ich habe 2022, am 5.5. tatsächlich, Internationaler Hebammentag, meine erste eigene Tochter geboren. Ja, und habe da leider nicht so schöne Erfahrungen machen dürfen und hatte dann auch ganz schlimme Wochenbettdepressionen, die dann nicht erkannt wurden, die dann in eine Angststörung geendet sind und ja, ich arbeite aber seit einem Jahr, also nachdem meine Tochter ein Jahr wurde, auch wieder als Hebamme hauptsächlich freiberuflich. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich die Geschichte hier teilen darf, dass ich es mittlerweile tatsächlich auch kann und hoffe, dass ich auch ganz vielen Frauen damit irgendwie was mitgeben kann. Gerade wenn man so als Hebamme über dieses super sensible und leider einfach noch Tabuthema spricht. Macht das, glaube ich, schon ganz viel aus, wenn das dann eben auch einfach von der Person kommt, die vom Fach ist, genauso wie du halt eben auch durch deinen Podcast, durch deinen Beruf auch, glaube ich, eine ganz andere Reichweite und ganz anderes Ankommen bei den Frauen hast. Total. Finde ich auch. Und ich finde es direkt so spannend. Ich habe mich ja auch auf meine eigene Geburt akribisch vorbereitet, hatte das sogar schon im Hinterkopf, dass es diese Gewalt in der Geburtshilfe gibt. Hatte hier, glaube ich, sogar schon, ja klar, ich hatte in der Schwangerschaft schon meinen eigenen Account Holistic Birth Doc gegründet. Und trotzdem hatte ich ja selbst unangenehme Situationen unter der Geburt. War das bei dir ähnlich? Wusstest du um das Thema und bist als Hebamme dann auch in Anführungszeichen gut vorbereitet reingegangen? Das hat dich trotzdem erwischt oder wie würdest du das beschreiben bei dir? Also klar, dieses Thema Geburtstrauma und so weiter, das ist immer mal wieder zum Sprechen gekommen in der Ausbildung oder eben auch im Studium. Aber so ganz intensiv habe ich mich da nie mit beschäftigt, bevor mir das selber passiert ist, ne? Und ich bin war positiv in diese Geburt gegangen, habe mich natürlich in dem Sinne vorbereitet, dass ich ganz viel positives Mindset eigentlich hatte und war dann tatsächlich total überrumpelt von allem, was dann da eben passiert ist. Okay, ja, krass. Wie möchtest du uns von deiner Geschichte erzählen? Ich würde es komplett dir überlassen. The stage is yours. Ja, es ist natürlich, glaube ich, ein ganz langes Storytelling. Also grundsätzlich ging es mir die gesamte Schwangerschaft wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte bis auf diese Übelkeit, die ja viele Frauen so in der Schwangerschaft haben, echt nichts an Beschwerden und habe mich halt auch einfach total gefreut auf den Mutterschutz. Auf dem habe ich ganz arg hingefiebert, weil ich habe die ganze Schwangerschaft als Hebamme weitergearbeitet, freiberuflich, und dachte, okay, dann bald kommst du in den Mutterschutz und dann kannst du dich nochmal so richtig schön auf deine Geburt vorbereiten und nochmal richtig intensiv in die Schwangerschaft so reinfühlen. Und dann ist es aber leider so gewesen, dass ich drei Wochen vorher beim Gyn war und da der Blutdruck nicht gut war. Und dann war das so ein Hin und Her zwischen, ja, Blutdruck ist hier gut und da wieder nicht. Und dann bin ich stationär aufgenommen worden, mit Blutdruckmedikamenten eingestellt worden, aber auch nicht lange. Und ich glaube, ich hatte das Medikament und zwei Tage später hieß es, okay, wir gehen hier kein Risiko ein, wir machen jetzt eine Einleitung. Da hatte ich irgendwo auch gar nicht mehr so viel Mitspracherecht, muss ich ehrlich sagen, weil da auch einmal dann ein Oberarzt zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja gut,
Frau Rehbock, Sie wissen ja, wie das läuft als Hebamme. Sie können sich natürlich dagegen entscheiden, aber dann müssen Sie ganz klar wissen, dass Sie dann eben auch Ihr Kind um sich selber umbringen können. Und das ist natürlich dann auch so, das ist für jede Mama, die so gerade, ob du jetzt zum ersten Mal, zweiten oder dritten Mal Mutter wirst, ist das erstmal ein Schlag ins Gesicht. Das ist, da ist so dieses eigene Bauchgefühl, das einem sagt, mir geht's doch gut und dem Baby geht's auch gut und ich verstehe das alles gar nicht. Und auf der anderen Seite sagt mir hier jemand, wenn ich mich jetzt für mein gutes Bauchgefühl entscheide, dann ist das gefährlich für mich und mein Kind. Und da dann eine Entscheidung zu treffen, war natürlich super schwer. Und habe mich dann ja so ein bisschen eben auch einfach überreden lassen, diese Einleitung 2 Wochen vor ET zuzustimmen. Und da wusste mein Hebammenhirn aber auch schon irgendwie, 2 Wochen vor ET, ohne irgendeine Geburtsbereitschaft, wir nennen das ja so, dass ich weiß nicht, wo das hinläuft, ne? Und das hat aber tatsächlich besser funktioniert, als ich dachte. Ich habe dann die ersten 2 Tabletten, bei mir wurde mit Tabletten eingeleitet, mit Angusta. Und das hat gut funktioniert, mir ging es gut, meiner Tochter ging es auch gut. Und irgendwann ja, wurde aber tatsächlich auch umgestellt von Tabletten direkt auf Wehentropf, auf Oxytocintropf, wo ich auch so ein bisschen, kannte ich auch so vom Vorgehen jetzt nicht bei Erstgebärenden. Und da wurdest du auch gar nicht großartig gefragt, das wurde einfach teilweise so entschieden, weil du so erstaunt klingst? Ja, total. Also ich wusste auf der einen Seite, okay, das ist irgendwie ungewöhnlich. Ich hatte Wehen, ich hatte auch einen Blasensprung nach der 2. Tablette, kurz vor der 3. Tablette und habe dann auch gedacht, okay, vielleicht läuft das jetzt auch alles. Und irgendwie hatte ich aber so ein bisschen das Gefühl, denen ging das nicht schnell genug. Und dann kam es halt zu diesem Oxytocin-Tropfen. Und da war ich aber schon irgendwann so, dass ich dachte, okay, ja, du hast jetzt hier vielleicht auch irgendwo keine andere Wahl mehr. Ich habe mich da so ein bisschen ausgeliefert gefühlt, ne? Und dann gab es eben einen Tropf und ich muss sagen, meine Kolleginnen, also die Hebammenkollegen, die haben mich super betreut durch die Bandbreite weg. Ich habe da viele Dienste durchgemacht mit denen. Super, ne? Also die haben mir viel Entscheidungsfreiheit gelassen und mich auch teilweise, und das muss ich offen und ehrlich sagen, so ein bisschen ja, sich schützend vor mich gestellt, wenn dann mal ein Arzt kam, der dachte, ich mache jetzt hier eine vaginale Untersuchung, die nicht notwendig ist oder ich will jetzt sehen, dass das hier schneller vorangeht. Also da hat sich meine Kollegin auch immer oft so schützend vor mich gestellt und eben auch den Arzt zurückhalten müssen. Das habe ich so alles nebenbei so mitbekommen. Das lief dann irgendwann, ich bin am Anfang gut zurechtgekommen mit meinem Geburtstanzgerät. Das ist ja so ein, ja, wie nenne ich das, Strommassagegerät, was super wirken kann unter der Geburt. Da habe ich auch gut mit aushalten können. Irgendwann ist aber diese Einleitung mit diesem Oxytropf so anstrengend gewesen und so schmerzhaft über Tage hinweg, dass ich dachte, okay, dann kriege ich jetzt die PDA bei ungefähr 6 Zentimetern. Dann konnte ich nochmal schön schlafen und habe da gemerkt, okay, jetzt kannst du ein Kind kriegen. Jetzt kannst du dieses Kind kriegen, du bist wieder voll bei dir und du hast Kraft. Und da war ich total motiviert, da kam nochmal so ein kleiner Motivationsschub. Und dann habe ich das auch noch echt stundenlang probiert und meine Kollegin hat echt mit mir geackert, wie sonst was. Und irgendwann ging aber nichts mehr, weder vor noch zurück. Und dann kam die Oberärztin und hat dann nur irgendwie untersucht und gesagt, ja, Alina, das wird hier nichts mehr, wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen. Und da weiß ich nur noch, dass ich echt total aufgelöst war. Ich hatte plötzlich eine ganz, ganz große Angst, weil Kaiserschnitt war natürlich für mich immer so, ja, Horrorvorstellung. Einleitung war für mich schon so, okay, das war schon echt ein Schlag ins Gesicht. Aber Kaiserschnitt war dann wirklich, das ist so Worst-Case-Szenario. Ich glaube, das ist aber bei vielen Frauen einfach so, dieses wirklich stundenlang sich da durchkämpfen und sich da hinkämpfen, wo du hin möchtest. Und dann sagt jemand, du schaffst das hier nicht mehr. Das war echt hart, ne? Und dann bin ich in den OP. Und bis dahin war auch eigentlich wohl alles gut. Und im OP war es dann tatsächlich leider so, dass da, das war so wie so ein, ich gehe in diesen OP-Saal und es war plötzlich wirklich Totenstille, null Kommunikation, man hat mir nichts erklärt, ich kenne das zum Beispiel so, dass wenn die Frauen in den OP-Saal kommen, kriegen die ein schön vorgewärmtes Handtuch über die Brust gelegt und so weiter, damit man da nicht friert und das hat bei mir gar nicht stattgefunden. Ich lag da einfach völlig entblößt auf diesem OP-Tisch und niemand hat mit mir gesprochen. Und da wurde das Tuch aufgehangen und ich meine, ich weiß ja diesen ganzen Ablauf, aber den da jetzt einfach so live mitzuerleben und da zu liegen als Frau, die jetzt gerade den Kaiserschnitt kriegt und da redet keiner mit dir, das war völlig,
mich völlig hilflos gefühlt. Bis dann mal ganz kurz ein ganz, ganz netter OP-Pfleger kam und da seine eigenen Kollegen angeschnauzt hat, warum die mich denn hier gerade wie so ein Stück Vieh behandeln. Der hat mir dann Gott sei Dank eine Decke übergelegt, der war aber auch nicht dauerhaft da. Und weiterhin war einfach keine Kommunikation. Und dann wurde halt vorbereitet, mein Mann kam irgendwann dazu. Und dann war es so, dass die Spinalnarkose langsam hochstieg. Und ich dann irgendwann auch gemerkt habe, okay, mein linker Arm, der kribbelt ganz komisch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der wird langsam taub. Ich habe gedacht, gut, kann passieren. Und in der Zeit schnitt man mich schon auf. Und ich hörte nur von der Gynäkologin, ja, Alina, beim nächsten Mal kannst du mal besser direkt einen Kaiserschnitt machen. Durch das Becken passt kein Kind. Das ist alles viel zu eng und das geht gar nicht. Und aber mach dir keine Sorgen, ich mache die Naht. Ich gebe mir richtig viel Mühe, das sieht man hinterher nicht mehr. Das waren halt so Kommentare, wo ich echt dachte, was? Hä? Ich bin jetzt gerade erstmal dabei, mein erstes Kind hier zu kriegen und mir geht es wirklich nicht gut. Und die sagt mir da gerade, gut, dann kannst du das beim nächsten Kind mal knicken, das spontan zu versuchen, weil das passt bei dir sowieso nicht. Das war natürlich super unangemessen. Und ich merkte einfach, okay, mein linker Arm, der eh schon taub war, hing dann neben dieser Fixierung. Diese Arme werden ja rechts und links fixiert auf so einen Fixierer. Und mein linker Arm hing aber daneben und ich dachte, gut, jetzt merkst du es nicht, weil dein Arm taub ist, aber wenn der wieder zu Kräften kommt, sage ich mal, dann könnte das unangenehm werden. Und dann habe ich das angesprochen bei der Anästhesistin. Ich habe gesagt, hier, mein Arm hängt daneben und ich spüre den nicht mehr. Und keine Reaktion. Beim zweiten Mal keine Reaktion. Beim dritten Mal ging sie hin und klatschte den Arm so richtig gewaltvoll da auf diese Zierung und sagte, ja, Pech ist jetzt halt so, muss so bleiben. Und da habe ich schon gedacht, wow, okay. Und dann wurde meine Tochter geboren und das kenne ich auch so, dass dann die Kinderkrankenschwester das Kind entgegennimmt und dann auch erstmal zur Mama kommt und das Baby einmal zeigt den Eltern. Das hat auch nicht stattgefunden, die ging direkt rüber in den Nebenraum. Mein Mann und ich haben uns so angeguckt und eigentlich nur auf den Schrein gewartet, da war aber nichts und es waren echt elendig lange, vielleicht waren es nur 2 Minuten, aber das hat sich für echt, uns echt wie eine Ewigkeit angefühlt, dieses natürlich, das Kind schreien zu hören und du weißt nicht, ist jetzt gerade... Und keiner kam zu euch, hat mal ein Wort gesagt, was los ist. Okay. Also irgendwann kam dann der OP-Pfleger, dieser ganz nette, war dann auf einmal wieder da und ich glaube, ich habe nur mitbekommen, wie er mit seinem eigenen Handy Fotos von der Kleinen gemacht hat, um meinen Mann das dann hinterher zu schicken. Und irgendwann kam die Kinderkrankenschwester dann auch mit meiner Tochter auf den Arm zu mir und legte die auf die Brust und ich dachte, okay, ja, das ist jetzt dein Kind. Und ich merkte aber nur noch, wie diese Spinalnarkose weiter hochstieg und ich dann währenddessen meine Tochter bei mir auf der Brust lag, einfach nicht mehr richtig atmen konnte und habe dann einfach richtig Panik gehabt. Ich habe nur gesagt, du musst bitte das Kind herunternehmen, ich krieg keine Luft. Und das war auch so, das habe ich bestimmt 2 oder 3 Mal gesagt, bis da irgendwer realisiert hat, dass ich echt Angst hatte. Und dass meine Atmung da auch einfach erschwert war. Ob das jetzt nun richtig ernst war oder nicht, sei mir mal dahingestellt. Aber ich hatte Angst. In dem Moment habe ich wirklich gedacht, ich sterbe jetzt hier und ich sehe mein Kind und meinen Mann nicht mehr. Und ich sah dann nur meine Tochter mit meinem Mann rausgehen und bekam dann so eine Atemmaske auf. Und man hat mir, glaube ich, dann auch was gespritzt. Ja, hat mich dann zugenäht und in den Aufwachraum gebracht. Und dann kam ich irgendwann dann, ich glaube, es war nicht lange, eine halbe, dreiviertel Stunde auf Wochenbettstation, wo dann auch eine Schwester kam und mir meine Tochter dann wieder direkt auf die Brust gelegt hat. Und ich habe da schon irgendwie gemerkt, ich war in so einer Schockstarre. Ich war plötzlich innerlich völlig leer. Und alle sagen, hey, das ist dein Kind, herzlichen Glückwunsch. Und ich dachte, okay, das ist ein süßes Baby, aber das kann nicht meins sein. Also es war ein ganz eigenartiges Gefühl. Ich habe mich völlig leer gefühlt innen drin. Und habe auch nicht viel gesprochen und wollte auch nicht viel sprechen. Und das war dann die ganzen ersten Tage so. Und dann sind halt auch so Sachen gekommen wie, ja, das Stillen hat nicht geklappt. Da habe ich aber auch leider Gottes null Hilfe beibekommen, weil wahrscheinlich alle dachten, die ist Hebamme, die weiß wohl, wie es geht. Same. Ich mir so dachte, hallo, ich habe hier einen Kaiserschnitt gehabt, du kannst dich eh schon nicht bewegen. Ich wusste nicht, wie ich niesen oder lachen soll. Mir muss doch mal bitte jemand eben helfen mit diesem Kind. Und ich habe das dann nur irgendwie versucht, meine Tochter anzulegen und es hat null funktioniert.
Und zwischendurch kam dann mal eine Schwester rein und guckte dann und sagte, was machst du denn da? Wie soll das denn funktionieren? Und ich dachte mir nur so, ja, wenn mir jemand geholfen hätte, hätte ich es vielleicht auch anders gemacht. Also null Kommunikation auch wieder, null Unterstützung. Zumindest also von den meisten. Da waren auch ganz, ganz tolle Schwestern dabei, die sich sehr fürsorglich zumindest um mich gekümmert haben, wirklich. Aber es hat leider überwogen, dass da Leute waren, die da auch da nicht gut mit mir umgegangen sind. Ich wollte dann frühzeitig einen Schnuller. Ob das nun gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich war selber einfach, ich habe nicht mit einem Hebammenhirn gedacht, sondern einfach mit einem Mamahirn. Ich war völlig durch. Und den Schnuller habe ich dann bekommen mit dem, ja, ich gebe dir den jetzt, aber ich soll dir noch eben ausrichten. Du weißt ja wohl, dass das nicht gut für dich und dein Kind ist. Immer dieses Schwarz-Weiß-Denken, ne? Also leider von vielen Personen. Klar, es steht und fällt immer mit der individuellen Person, aber muss halt nicht sein. Du hast dich ja scheinbar schon entschieden gehabt, also. Ja, das war auch, ne, ob das jetzt eine gut überlegte Entscheidung war oder nicht. Ich meine, rückblickend hat uns das null geschadet, aber nichtsdestotrotz. Das war so dieses Uneinfühlsame. Und ich glaube, die schlimmste Situation auf Station war für mich, als ich Hilfe brauchte beim Waschen und dann eine Schwester kam, mit der ich leider schon mal in der Ausbildung ein bisschen aneinander geraten war. Und das war aber zu dem Zeitpunkt schon 5 Jahre her. Und ich dachte, gut, 5 Jahre, wird wohl gehen. Darf ich einmal kurz zwischenhaken? Hast du in demselben Krankenhaus geboren, wo du auch arbeitest? Ja, richtig. Ja. Und du arbeitest jetzt auch wieder dort? Nein. Also ich bin noch in Elternzeit. Ich bin noch nicht wieder hingegangen. Okay, verstehe. Mhm. Alles klar, okay. Aber dann das einmal zum Verständnis. Okay. Genau, und wir hatten, wie gesagt, schon so ein kleines Fapo in der Ausbildung. Habe aber gedacht, okay, 5 Jahre her wird wohl nichts sein. Und die kam rein in diese Dusche. Ich saß da auf diesem Duschstuhl und sagte, ja, Alina, heute muss ich dich leider waschen. Wenn dir das nicht passt, müssen wir jemand anders fragen. Aber die haben alle keine Zeit. Und das war so, wow, ich habe wirklich direkt angefangen zu weinen. Und ich habe mich so elend gefühlt. Ich sitze da so hilflos und kann mich nicht selber waschen. Und diese Frau behandelt mich aus einem Konflikt heraus, der 5 Jahre her ist. Und ich bin mir einfach ziemlich sicher, dass das daraus entstanden ist. Behandelt mich so. Das war so, ich hätte am liebsten einfach... hätte einfach gesagt, lass mich bitte in Ruhe. Und ich hätte mich am liebsten einfach entweder selber gewaschen oder gar nicht, weil das war wirklich demütigend in dem Moment. Ne? Und dann habe ich mich eben, ich glaube, am 3. oder 4. Tag wirklich, ich bin so schnell einigermaßen fit gewesen, weil ich dachte, ich muss hier raus. Irgendwas ist hier passiert in mir und ich muss hier raus, ich möchte nach Hause. Wusstest du direkt, dass irgendwie... Ja. Du da jetzt eine Nachwirkung von haben wirst, ja? Ja, ich wusste nicht genau, was da okay, weil war, aber ich habe schon gemerkt, irgendwas ist da passiert, ja. Okay. Um das einmal kurz für mich zu rekapitulieren, danke erstmal fürs Teilen. Da sind viele, viele Situationen gewesen, die nicht okay waren. Ich glaube, du hast das total eindrücklich für uns geschildert. Danke für dieses Offenlegen und ja, auch irgendwie nackig machen, finde ich, weil man direkt gemerkt hat, du hast von der Todesangst gesprochen, es wurde respektlos mit dir umgegangen. Du hast sogar in demselben Haus, wo du gearbeitet hast, geboren, wo man ja erstmal denken würde, hey, das ist ja eigentlich schon mal so ein Vertrauensvorschuss, weil ich hätte das zum Beispiel nie gemacht bei meiner alten Klinik, weil ich da schon wusste, oh mein Gott, never ever bringe ich hier mein Kind zur Welt. Dann scheint das ja bei dir erstmal noch ein anderes Gefühl gewesen zu sein und dann doch irgendwie so, da rein zu stolpern, tut mir total leid. Und das in dieser verletzlichen Phase, wo dieser ganze Hormoncocktail in uns brodelt, sowieso alles zum ersten Mal machend. Also ja, krass. Okay, und dann wolltest du jetzt ja zum nächsten Abschnitt übergehen, denn es war ja nicht nur das, was dir passiert ist oder widerfahren ist, es hat sich ja dann leider weiter darauf aufbauend was gebildet, richtig? Würdest du auch sagen, dass das so der Grundstein war für deine, ich nehme es mal vorweg, Wochenbettdepression? Ja, total. Total. Also ich bin, okay. Da war nicht so dieses, mir hat auch dieses, was viele so erzählen, ne? Du bekommst dein Kind, du siehst dein Kind und da ist diese riesengroße Liebe, das ist Liebe auf den ersten Blick und dieses ganze Schöne, was man, ob es sei es Gynä oder Hebamme oder man hört das einfach so oft. Und das erwartet man dann auch einfach. Man hat so eine Erwartungshaltung und das ist einfach komplett ausgeblieben. Da war nichts Rosiges für mich. Ich hatte keine Glücksgefühle. Ich hatte auch nicht dieses Verliebtsein in mein Kind. Und
dann fühlst du dich als Mutter erstmal, du gibst ja eben auch irgendwo ein bisschen selber die Schuld, dieses, warum kannst du dieses Kind jetzt gerade nicht toll finden, ne? Wo ist dieses große Muttergefühl, von dem alle sprechen? Und damit bin ich eben auch nach Hause. Und meine Tochter, der ging es auch nicht gut. Das hat man dann im Verlauf eben auch gemerkt. Die hatte einen kleinen Cut vom Skalpell an der Stirn. Nein. Und hatte auch ganz blaue Schienbeine tatsächlich, weil die irgendwie auch so im Becken festgesteckt hat, dass sie auch noch während dem Kaiserschnitt von unten vaginal die noch wieder hoch ins Becken, also richtig raufdrücken mussten aus dem Becken. Mhm. Ja, die hatte echt ein paar Blessuren. Und das Stillen hat auch wirklich gar nicht geklappt. Hinterher haben wir dann rausgefunden, dass die auch unheimlich viele Blockaden im Kieferbereich hatte durch diese ganze Prozedur. Und ich glaube, das weiß ich heute erst, dass meine Tochter auch ein Trauma erlitten hat unter dieser Geburt. Und das hat man arg gemerkt. Denn sobald wir zu Hause waren, ging es mir schlecht und eben auch dem Kind. Die hat 6 oder ja fast 7 Monate lang wirklich jeden Tag mindestens 4 Stunden am Stück nur geschrien. Da war nichts zu beruhigen, gar nichts. Und die ersten 4 Wochen war mein Mann natürlich noch da, der war eine super Stütze. Meine Mama war auch eine ganze Zeit lang bei uns. Und irgendwann musste mein Mann ja aber auch wieder arbeiten gehen. Und da fing das dann eben auch an, dieses ständige Schreien, dieses, ich konnte vor lauter, ich war zwar super erschöpft und war müde, weil die auch alle 1,5 Stunden in der Nacht wach geworden ist und konnte aber nicht schlafen, weil das Ängste in mir ausgelöst hat, weil ich mich schuldig gefühlt habe wegen allen möglichen. Ich saß zwischendurch mit diesem schreienden Kind im Arm, weinend auf dem Badezimmerboden, weil ich dachte, wie soll ich das schaffen? Ich pack das nicht. Und aus dieser, ja, das ist ja so dieses, ne, was ist eine postpartale Depression, dieses, diese psychische Störung im zeitlichen Zusammenhang mit dem Wochenbett, ich wusste direkt, irgendwas stimmt nicht. Das bin nicht ich. Und auch dieses Sauerwerden auf das Kind, wenn das so schreit, da habe ich gedacht, oh Gott, was bist du für eine Mutter? Wie kannst du sauer werden? Oh, ich kann es so nachempfinden. Ja. Ich habe mich grausam gefühlt und da habe ich dann eben das erste Mal auch meine eigene Hebamme effektiv angeschrieben. Die war vorher ein paar Mal da zum Wiegen, das war alles super. Effektiv angeschrieben und hat gesagt, du musst mir helfen, es geht mir nicht gut, irgendwas stimmt nicht. Kannst du ganz genau sagen, weißt du noch, wann das war? Also in welcher Woche oder Monat? Ich glaube, oder so? Es war, mein Mann ist nach 4 Wochen wieder Arbeit gegangen. Vielleicht war es so in der 5., 6. Lebenswoche, dass ich ihr da geschrieben habe, das erste Mal. Mir geht's nicht gut, ich werde so sauer auf dieses Kind, wenn die so schreit. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll, irgendwas stimmt nicht. Und das hat sie erst noch so ein bisschen, du, alles gut, ist alles ganz normal, das ist auch eben der Schlafmangel, ihr müsst euch erst aneinander gewöhnen. Versuch mal das und das, um deine Wut so ein bisschen zu kompensieren. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es wirklich normal, warte noch mal ein bisschen. Ich glaube, noch mal 2 Wochen später habe ich ihr dann noch mal geschrieben, weil das immer intensiver wurde, weil ich auch irgendwann nicht mehr in der Lage war, ich konnte mich weder um das Kind kümmern, noch um mich selbst. Ich wusste nicht mehr, wie ich auf Toilette gehen soll, wie ich mich duschen soll. Ich habe nichts mehr gegessen. Ja, ich konnte, also das Einzige, was ich zwischendurch mal konnte, ist mich vom Bett aufs Sofa zu bewegen. Und da dachte ich, oh Gott, mein Mann konnte Wochen, Monate lang nicht arbeiten gehen, weil er auch irgendwann dachte, wenn ich das Zuhause verlasse und ich komme wieder, der ist irgendwas passiert. Und dann ein zweites Mal meine Hebamme fragt, es stimmt, nee, es geht mir wirklich nicht gut, du musst mir helfen, wohin kann ich mich wenden? Dann hat sie mir eine Adresse gegeben, von einer Psychologin oder also von einem Psychiater hier im Umkreis. Der hat mich aber schon am Telefon abgewimmelt mit, wir sind alle voll, sie müssen woanders probieren. Dann habe ich ihr nochmal gesagt, wow, ich kann mich da nicht hinwenden, die sind voll, hast du noch irgendwelche Anlaufstellen? Nee, das tut mir echt leid, habe ich leider nicht, ich weiß da jetzt auch nicht mehr weiter. Und dann kam wirklich nichts mehr. Von mir nicht, weil ich irgendwann überhaupt nicht mehr in der Lage war, darüber nachzudenken, ich könnte ihr nochmal schreiben. Und von ihr aber auch. Wollte ich gerade sagen, du konntest dich nicht mehr selbst versorgen, dein Kind nicht versorgen. Wie sollst du in der Lage sein, jetzt diese Stellen rauszusuchen? Manch eine Person würde jetzt vielleicht denken, hey, sie ist doch selbst Hebamme. Aber in dem Moment, du beschreibst es ja so, du hast ja keine Kraft für nichts mehr gehabt. Da war ja Leere in deinem Kopf. Ne? Du warst total angewiesen, dass dir jemand von außen hilft. Und zum Glück hast du den Schritt überhaupt geschafft, die Hebamme zu fragen. Ne? Ja.
Ach, ja, krass. Und von ihr kam leider Gottes auch einfach nichts. Ne? Ich glaube, da hätte, wenn man so rückwirkend darüber nachdenkt, hätte das vielleicht einfach gereicht, mich nochmal zu fragen, wie geht's dir? Brauchst du etwas? Das ist so ein ganz banales Ding. Und das hat einfach gefehlt. Und irgendwann, zwischendurch hatte ich mal so, ja, wie so ein Aufleben, wo ich dachte, okay, das geht so nicht weiter. Ne? Und mein Mann war dann eben wochenlang zu Hause, hat sich gekümmert. Und ich habe immer im Badezimmer auf dem Boden gesessen. Das war so mein Ding, mich im Badezimmer auf den Boden setzen und einfach weinen und die ganze Welt nicht mehr verstehen. Habe dann den Gynäkologen, die Hausärztin erst angerufen. Habe gesagt, mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich habe eine postpartale Depression. Ja, da bin ich nicht zuständig. Da müssen Sie die Gynäkologin anrufen. Da habe ich dann die Gynäkologin angerufen, die mir auch bekannt war vorher aus der Ausbildung, die dann gesagt hat, ja, was soll ich da jetzt machen, Alina? Da musst du zum Psychologen. Ich sage, ja, da kann ich aber nicht hin, die sind alle voll. Und es hat ewig lang gedauert. Ich habe da bestimmt mehrfach angerufen. Die waren schon super genervt, weil ich da jedes Mal angerufen habe, bis ich irgendwann gesagt habe, so und so, den Namen, du musst mir jetzt Antidepressiva verschreiben, sonst weiß ich nicht, was noch passiert. Und da hat sie einmal wirklich gefragt, geht's dir denn wirklich so schlecht? Und ich habe gesagt, ja, es geht mir sehr schlecht. Und dann hat sie mir wider Willen Sertralin, das ist das einzige Antidepressiva, was sich mit dem Stillen verträgt, verschrieben. Das habe ich dann auf eigene Faust angefangen zu nehmen. Das hat sie mir, ich glaube, 2 oder 3 Mal verschrieben, wenn es dann leer war. Und auf einmal, beim letzten Mal Anruf, hieß es, Alina, es geht nicht mehr, ich kann dir das nicht mehr verschreiben, du musst zur Hausärztin. Ich dachte, okay, dann gehen wir jetzt zur Hausärztin. Ich sag ihr, okay, ich nehme seit, ja, ich glaube, 5 Monaten Sertralin und ich brauche ein neues Rezept. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das kann. Also das geht ja nicht. Sie waren ja noch nicht beim Spezialisten. Ich sage, nein, die haben aber auch keine Zeit. Und dann haben die mir das auch widerwillen einmal verschrieben und beim nächsten Mal auf einmal gesagt, wir stellen Ihnen das Rezept nicht mehr aus. Sie müssen zu einem Psychologen oder einem Psychiater gehen. Und das war so, okay, du rufst ja Gott sei Dank heutzutage, bevor die Tabletten leer gehen, bei den Ärzten an. Das habe ich dann Gott sei Dank auch gemacht, denn dann war ich einfach vor der Situation, dass ich dann wieder eigenständig hingehen musste und dieses Antidepressiva absetzen musste, denn sonst hätte ich einfach nichts mehr gehabt und das wäre schlagartig passiert. Also habe ich es wieder auf eigene Faust ganz langsam abgesetzt, weil ich ja keinen mehr hatte, der mir dieses Rezept weiter ausstellen wollte. Und das war so, das war Totschlag. Also da ging es mir, also da ging es nochmal richtig bergab. Und ich merkte dann irgendwann, aus dieser Wochenbettdepression, aus diesem Depressivsein, viel Weinen, nicht mehr schlafen zu können, wurde dann auch ganz schlimm Angst. Ich konnte mein Kind, selbst wenn ich hätte können, nicht mehr abgeben, weil ich die überall mit allem hab sterben sehen. Wenn ich die meiner Mutter gegeben habe, habe ich gedacht, die lässt die fallen und die stirbt. Wenn wir draußen waren, habe ich gedacht, okay, die fällt und fällt in eine Hake rein und die stirbt. Wenn ich wegfahre zum Einkaufen, komme ich zurück und die ist tot. Und das war grausam. Und jetzt war ich aber ja ein Jahr später, als meine Tochter dann 1 Jahr alt wurde. Ich hatte immer noch keine Hilfe. Das Sertralin war abgesetzt. Und bin dann nochmal bei der Gynäkologin gewesen und dachte, weißt du was, nimm mir doch mal Blut ab, kontrollier doch mal die Schilddrüsenwerte oder so. Vielleicht ist da ja irgendwas, vielleicht ist das was ganz Banales. Und die war super sauer und sagte, ja, ganz ehrlich, ich glaube, du willst einfach auch nur einen Grund finden. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, ja, weil mir auch wirklich hier keiner hilft und ich gerade einfach versuche, mir selber zu helfen. Unser Au-pair-Mädchen war dabei und die guckte mich auch nur total schockiert an, weil ich auch hinterher weinend nach Hause gefahren bin. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Oh, ich schüttel gerade nur den Kopf, ne? Also ich muss mal kurz auch einhaken. Das ist so Wahnsinn. Also leider bist du hier so ein Beispiel dafür, wie es am schlimmsten laufen kann, aber es ist leider auch nicht so selten, ne? Ja. Also es ist so krass, dass du es bei mehreren Anlaufstellen tatsächlich geschafft hast. Du hast sogar jetzt ja auch so zwischen den Zeilen ja angedeutet, ich glaube, rausgehört zu haben, dass da schon selbstgefährdende Gedanken vielleicht bei dir im Spiel waren. Verbessere mich, wenn nicht. Du hast gesagt, mir geht's wirklich schlecht. Ich kann für nichts garantieren, dass hier nicht irgendwas passiert, waren deine Worte, ne?
Und trotzdem wird dir nicht geholfen. Also irgendwann tatsächlich auch selbstverletzendes Verhalten gezeigt. Vor meinem Mann, ich habe mich in so ganz akuten Situationen, wenn die Kleine nachts 3 Stunden geschrien hat und ich nicht mehr weiter wusste, habe ich mir dann irgendwann, um diesen Frust nicht mehr an diesem Kind auszulassen, habe ich mir immer mit voller Wucht so selber ins Gesicht geschlagen. Und ach Mann, es tut mir so leid, ey. Und das war wirklich, und das habe ich auch gesagt, das habe ich auch gesagt bei der Hausärztin, ja, bei der Gynäkologin. Ich habe gesagt, ich zeige schon selbstverletzendes Verhalten. Das waren so Momente, wo ich auch wirklich ganz subjektiv auf mich selber so schauen konnte und sagen konnte, aus dieser Hebammensicht heraus, das ist hier nicht in Ordnung, was hier läuft. Und ich brauche jetzt wirklich diese Hilfe. Und ich wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe die so angeschrien und so um Hilfe geschrien und trotzdem hat mich keiner gehört. Und das war so grausam. Hast du jemals überlegt gehabt, ja genau, wolltest du gerade auch darauf hinaus, weil eigentlich Rettungsstelle, also da, wo es psychiatrischen Notdienst gibt, also ist ja auch immer richtig schwer, was für Mutter und Kind zusammenzufinden. Also das weiß ich noch aus meiner aus meinem Studium, dass es auch allein in Berlin, glaube ich, eine Klinik oder so gibt, wo es eine Mutter- und Kindstation gibt auf der Psychiatrie. Hast du da irgendwie mal dran gedacht oder war das vielleicht sogar am Ende deine Rettung? Wie ging es weiter? Also ich habe irgendwann, glaube ich, einfach, war das so ein Ausschalten in mir. So ein, weißt du was, du hast jetzt so oft und bei so vielen um Hilfe gefragt, dir hilft hier keiner. Das war so ein kleines, so ein kleiner Abschluss für mich selber, der super schlimm war, aber wo ich innerlich einfach gedacht habe, Alina, ich glaube, du musst da jetzt einfach gerade alleine durch, weil dir wird keiner helfen. Das war natürlich überhaupt nicht gut, aber das war so ungefähr nach einem Jahr, wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht macht es jetzt einfach nur noch die Zeit gut. Vielleicht geht es einfach irgendwann von alleine. Und bin dann auch wieder arbeiten gegangen, freiberuflich. Und habe da dann natürlich ganz arg gemerkt, dieser Druck innerlich für die anderen Frauen da zu sein, weil ich immer mit Herz und Seele Hebamme war, obwohl es mir unfassbar schlecht ging. Ich habe diese Hausbesuche gemacht und ich habe manchmal nicht mal mehr diese Gespräche, die ich hatte mit den Frauen, das kann ich heute sagen, ich weiß da nur noch ganz wenig von. Ich konnte überhaupt nicht mich darauf konzentrieren. Und ich habe in der Zeit unheimlich viele Termine verschieben müssen, absagen müssen, weil ich mit Panikattacken auf dem Weg zum Hausbesuch war und nicht mehr weiterfahren konnte, weil ich im Auto zusammengebrochen bin, weil ich wieder sämtliche Tode von meiner Tochter und meiner Familie gesehen habe. Und habe natürlich in der Zeit auch unheimlich viele, böse Nachrichten von Frauen bekommen, die ich begleitet habe in der Zeit, die natürlich nicht wussten, wie es mir geht, weil da gehst du ja nicht mal direkt mit hausieren. Du gehst ja nicht dahin und sagst, hallo, ich bin deine Hebamme, aber ich, habe anscheinend irgendwie psychische Störungen. Und das hat mir dann auch nochmal zusätzlich den Boden so unter den Füßen weggerissen. Dieses, ich kann denen nicht sagen, wie es mir geht. Und die nehmen mir das gerade richtig übel. Das war ganz schwer, damit umzugehen. Und dann hat es, glaube ich, nochmal ein halbes Jahr gedauert. Währenddessen ist auch mein Mann immer zu Hause geblieben. Der konnte ewig lang nicht arbeiten gehen. Und ich bin so dankbar, dass er so einen tollen Arbeitgeber hat, dass er das so mitgemacht hat. Und selbst der Arbeitgeber von meinem Mann hat irgendwann gesagt, wie können wir deiner Frau helfen? Immerhin mal jemand, aber krass, dass es diese Person oder dieser Arbeitgeber war. Das Gruselige ist auch einfach, ich habe angefangen zu arbeiten und bin dann 2-3 Monate später von meiner Kreislaufchefin angerufen worden. Mensch, Alina, kannst du dir vorstellen, in der Elternzeit zu arbeiten im Kreißsaal? Wir brauchen Sektiodienst. Und ich dachte, okay. Ich habe gedacht, weißt du was, vielleicht hilft das ja. Und bin dann hingegangen und habe dieses Probearbeiten gemacht in dem Sektiodienst und hatte im OP bei einer Sektio ein Flashback. Also das erste Mal in meinem Leben, das war eine ganz komische Erfahrung. Also dieses, ich habe gar nicht die Frau selber da liegen sehen, sondern einfach wieder mich und meine Tochter. Und all, ja, das ist alles ja einfach nochmal hochgekommen. Bin dann da eben im OP und auch hinterher im Kreißsaal zusammengebrochen vor meinen Kolleginnen. Vielleicht können wir das ganz kurz erklären. Ein Flashback ist ja wirklich ein Wort, was für eine Traumastörung oder eine PTBS, PTSD steht. Hast du diese Diagnose am Ende auch erhalten sogar? Oder war das jetzt eher, dass es einmal vorgekommen ist, weil es so eine richtig krasse Situation war? Oder
Wie würdest du es beschreiben? Nee, ich habe die Diagnose tatsächlich, ist gar nicht so lange her, da habe ich die bekommen. Diese PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung. Ich wusste vorher nie, ich wusste, okay, Menschen, die aus dem Krieg kommen, so Soldaten oder so, die haben Flashbacks, ne? Weil die eben, wenn die auch ein Trauma erlitten haben, ich wusste nie, wie läuft sowas ab. Und ich habe aber da auch ganz, ich wusste das, ich habe das erlebt und habe auch das direkt so benennen können. Und habe das auch so gesagt, ich kann das gerade nicht, ich hatte gerade ein Flashback. Und ja, auch danach kam leider nichts vom Arbeitgeber. So, wo ich mir so dachte, okay, da brauchst du auf nichts mehr hoffen, Alina. Und das war so, ne? Und dann hat das noch 2 Monate gedauert, da war meine Tochter dann 1,5 Jahre alt, bis mein Mann dann irgendwann gesagt hat, es reicht, ich kann das auch nicht mehr mit ansehen. Wir gehen jetzt zu meinem Arzt. Und da bin ich dann mit ihm hingegangen und der Mann hat mich angeguckt und mich in den Arm genommen und habe gesagt, es tut mir total leid, dass das so lange gedauert hat, aber ich helfe dir. Und dann hat das keine 4 Wochen gedauert und ich war in dieser psychosomatischen Klinik. Ich muss richtig aufatmen. Ich dachte schon, wie lang soll diese Odyssee, dieser Leidensweg weitergehen? Oh mein Gott. Ja, 1,5 Jahre. Endlich. Ja. Und krass. Das war auch ganz intensiv, weil ich da wirklich dachte, oh Gott, jetzt hast du so eine schwere Zeit gehabt schon mit diesem Kind und jetzt sollst du die alleine lassen. Der nächste Schritt, ja. Wenn es hieß, ganz klar, Tagesklinik kommt nicht in Frage, ihnen geht es wirklich schlecht, sie müssen hier wirklich voll stationär. Und das heißt, sie sehen ihr Kind nicht. Und dann dachte ich, oh Gott. Das ist das, wovon ich vorhin erzählt habe. Das ist nämlich so eine riesige Versorgungslücke in Deutschland. Du hast ja erstmal diese postpartale oder auch Wochenbettdepression entwickelt. Ist übrigens gar nicht so selten. 10-15% aller Frauen haben das, der Statistik nach. Wahrscheinlich noch eine viel, viel höhere Dunkelziffer dabei. Gerade, bestes Beispiel, weil nicht geholfen wird. Also, weil es nicht erkannt wird, weil kein Budget da ist, weil gar nicht richtig klar ist, wer ist dafür zuständig. Es gibt ja auch verschiedene Ärzte, Ärztinnen, die Psychopharmaka verschreiben dürfen, wie dieses Sertralin, was du bekommen hast. Und dann ist das Ding eigentlich, tritt nämlich eine Wochenbettdepression, 4 Wochen in dem Zeitraum von 4 Wochen nach der Geburt auf, da warst du ja voll drin. Und das bedeutet auch, wenn es frühzeitig erkannt werden würde, müssen auf jeden Fall Mutter und Kind ja zusammenbleiben. Selbst bei dir wäre es ja schön gewesen mit 1,5-jähriger Tochter. Aber ja, wie gesagt, gibt es super, super selten in Deutschland, in Berlin, in einer riesigen Großstadt, glaube ich, nur eine Klinik. Verbessert mich, wenn es irgendwer hört und es besser weiß. Aber ja, das heißt, du musstest dann alleine oder konntest ja endlich in Therapie gehen, aber musstest dich von deiner Tochter trennen. Ja, das war richtig schlimm, weil das so auch eine meiner Ängste getriggert hat, nämlich diese Beziehung zu dem Kind. Wie viel ist da in diesen ersten 1,5 Jahren kaputt gegangen? Kann da was kaputt gegangen sein? Wird die mir das ihr Leben lang nachtragen? Wird die, ne? Also es ist ja, das sind schlimme Sachen gewesen, da sind schlimme Dinge passiert. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ihr einmal auch aus dem Schlaf heraus, habe ich ihr versehentlich auch wirklich wehgetan, ne? Weil das einfach, ja, ich habe sie gekniffen und da kann ich heute erst drüber sprechen. Das musste ich unfassbar lange aufarbeiten, weil ich da wirklich gedacht habe, wenn du das jemandem erzählst, die nehmen dir dein Kind weg, die schicken dir das Jugendamt, werfen dir Misshandlung vor und ich musste erstmal in der Klinik lernen, das ist nicht deine Schuld gewesen. Ich bin da in einem absoluten Ausnahmezustand gewesen und ich habe wirklich Hilfe gebraucht und die habe ich nicht bekommen. Ja. Und nachdem das eben passiert ist, habe ich dann irgendwann diese Sachen gegen mich gewendet und habe mir dann eben selber wehgetan, damit ich bloß diesem Kind nicht mehr wehtue. Und das hat ewig lang gedauert. Das sind so Sachen, die mussten dann eben aufgearbeitet werden. Diese Schuldgefühle, die ich hatte, habe ich unter der Geburt was verkehrt gemacht, hätte ich als Hebamme nicht sagen können, nee, das und das machen wir jetzt nicht. Ich habe doch gewusst, dass so eine Einleitung in einem Kaiserschnitt enden kann, also bin ich ja auch irgendwo selber schuld und vielleicht habe ich nicht laut genug um Hilfe gerufen, auch im Wochenbett nicht, vielleicht habe ich nicht oft genug um Hilfe gebeten. Das war ganz lange so, dass ich mir da selber die Schuld für gegeben habe und auch gedacht habe, ja, die Leute haben da nichts falsch gemacht, bist du selber schuld gewesen. Bis mir dann wirklich mal einer ganz klipp und klar in der Klinik gesagt hat,
Sie sind daran nicht schuld gewesen und ihnen ist da Gewalt unter der Geburt angetan worden. Ne, dieses Trauma, das kann auch ganz ohne Gewalt passieren. Dieses Trauma ist passiert, weil ich dieser absolute Kontrollverlust, ne, dieses, ich habe mein eigenes Leben da bedroht gesehen und hatte dann diesen Kontrollverlust über mich und meinen Körper und zusätzlich aber auch noch Leute, die respektlos mit mir umgegangen sind, die mich und mein Leiden nicht gesehen oder gehört haben. Und das hat diese ganze Spirale ausgelöst. Das ist nicht meine Schuld gewesen. Das musste ich mir immer wieder sagen. Und auch, dann bin ich eben da gewesen und ich habe meine Tochter tatsächlich ganz bewusst immer nur am Wochenende gesehen. Wir haben unter der Woche mal telefoniert. Sie hat das aber, die war anderthalb, das war so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Natürlich hat sie sich immer gefreut, wenn wir uns am Wochenende gesehen haben. Aber es war für mich, glaube ich, schlimmer, ohne sie zu sein, als andersrum. Und ich bin heute noch so froh, dass das, oder denke heute noch immer, ist da irgendwo ein Knacks in der Beziehung zu uns. Und das ist es aber Gott sei Dank nicht. Also das ist, da ist heute eine ganz innige Liebe und da bin ich super dankbar für, weil ich da so große Angst vor hatte, dass diese ganze Phase irgendwas kaputt gemacht hat zwischen mir und meinem Kind, was keiner mehr fixen kann. So, ne? Und aber das ist heute Gott sei Dank. Die liebt Mama und Papa abgöttisch und Mama ist die erste Anlaufstelle und da freue ich mich immer wieder. Das ist immer wieder so eine Bestätigung, wenn die sagt, oh, meine Mama, und zu mir kommt, dann ist das immer wieder so wie so das nächste Pflaster auf dieser Wunde. Schön, ja. Das ist, ja. Kann ich total nachempfinden. Oh, ich glaube, das kann jede Mama. Ich mache mir auch bei jedem Pups schon Vorwürfe. Keine Ahnung, heute ging es mir nicht so gut. Und ich denke mir so, oh, vielleicht bin ich heute keine gute Mutter. Ja, pff. Und dann deine Geschichte dazu im Vergleich. Ne? Ich kann es nicht annähernd nachempfinden, aber ich kann es mir nur ein ganz bisschen vorstellen. Du bist nicht schuld. Ich sag's dir auch gerne nochmal, es war nicht deine Schuld. Und auch jede Person oder jede Frau, die das da draußen hören muss, jede Mama, ihr seid nicht schuld. Egal, ob das jetzt ein Geburtstrauma war, es kann ja auch eine Geburt traumatisch für einen sein, wo gar keine Respektlosigkeit stattgefunden haben muss, ne? Bei dir in dem Falle war es das Doppelte. Es wurde dir durch die OP komplett alles aus der Hand genommen, plus noch diese Respektlosigkeit obendrauf. Was übrigens, ich habe da erst letztens eine neue Studie zu gelesen, eine 10-fach höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass danach eine Wochenbettdepression entsteht, also auf dem Boden eines Geburtstraumas, ne? Ja, krass. Ich danke dir von Herzen, dass du diesen Weg mit uns geteilt hast. Und ich wollte dich fragen, hast du noch irgendwelche Tipps für Mamas da draußen? Oder hast du noch irgendwas aus deiner Geschichte extrem gelernt, was jede wissen sollte? Hast du irgendwas noch? Ja, das ist so eine ganz schwierige Frage. Ich bin heute noch gefragt worden, wenn du zurückgehen könntest, würdest du was anders machen? Und das ist eine ganz schwierige Frage. Natürlich will ich alles anders. Also das ist auch wieder so, sich vorzustellen, an welcher Ecke bin ich falsch abgebogen. Ich glaube, das ist ein ganz falsches Denken, weil ich bin da irgendwie falsch abgebogen. Ja. Ne? Dieses sein Vertrauen als Schwangere in vertrauensvolle Hände zu geben, in den Gynäkologen, in die Hebamme, das soll man auch ruhig weiterhin tun. Und sich dennoch da auch drumherum, außerhalb, sei es Familie, Freunde, da vielleicht Leute suchen, wo man auch noch aufgefangen werden kann, wenn es mal wirklich blöd läuft. Weil davor kannst du dich als Frau, und ich glaube, das muss ich offen und ehrlich sagen, du kannst dich da so gut vorbereiten, wie du möchtest. Du kannst dich da am Ende nicht vorschützen, dass das passiert. Du kannst dich nur davor schützen, dass du am Ende nicht alleine damit bist. Dass du da jemanden hast, der dich da auffängt und der dir eben zuhört. Das war bei mir ganz arg mein Mann. So, ne? Aber vielleicht einfach schon vorher. Und auch wenn das total blöd ist als Geburtsvorbereitung, aber ich bin das heute schon in meine Geburtsvorbereitungskurse mit ein, dass ich den Frauen hier aus dem Umkreis Listen mitgebe von zum Beispiel Schatten und Licht, Hilfe, Telefon, schwierige Geburt. Ich packe denen alle umliegenden Psychologen und psychosozialen Blablabla mit rein, dass die Anlaufstellen haben, wenn sie brauchen und wenn sie gerade niemanden zur Hand haben, der das für sie hat. Und dass man da einfach guckt, dass man das einfach so zur Sicherheit
dazu packt zu seinem, keine Ahnung, zu seinem Geburtsplan oder so, wenn man einen hat, macht das ruhig dazu. Das heißt nicht, dass euch das passiert, aber es ist leider heutzutage so, ihr müsst was an der Hand haben, wo ihr euch hinwenden könnt. Und dass man da vielleicht auch einfach einen Partner oder eine Freundin brieft, du, wenn es mir nicht gut geht, kann man auch machen. Gib das deinem Partner oder deiner Freundin. Wenn es dir nicht gut geht, hier, du hast mir damals die Liste gegeben, da steht drauf, wohin du dich wenden kannst. Und wenn du möchtest, helfe ich dir dabei. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, weil das ist auch, was mir gefehlt hat. Dass da jemand ist, der weiß, wie er mir helfen kann und der mir dann auch wirklich sagt, du wirst da ernst genommen und ich sehe dich damit und ich helfe dir. Auch wenn ich gerade selber nicht weiß, wohin wir müssen, wir gucken das gemeinsam nach, so. Und ich glaube, das hätte schon ganz, ganz viel bei mir geändert. Ich glaube, ich hätte selber nichts anders gemacht. Ich hätte es auch nicht anders machen können. Ich habe da mein Vertrauen in Hände gelegt. Ich habe den Leuten da wirklich vertraut. Zu 100%. Und das ist auch okay. Und das Vertrauen ist halt einfach in gewisser Weise ein bisschen missbraucht worden. Und das ist jetzt einfach so. Ne? Das hat am Ende so seine Resultate, aber das ist dann einfach so. Wichtig ist einfach nur, dass es jetzt wirklich am Ende mir gut geht. Sehr schön, danke dir. Das waren mega Tipps. Ich finde es richtig cool, dass du das jetzt eingebunden hast in deine Arbeit. Werde ich mir sofort merken für mich selbst, weil ich jetzt auch in einer neuen Klinik angefangen habe und noch gar nicht weiß, wie da dieses psychosoziale Netzwerk ist, werde ich direkt mal rausfinden. Und genau, meine Abschlussfrage wäre jetzt auch an dich tatsächlich gewesen, geht's dir wieder richtig gut, kann man das so sagen, oder meinst du, da ist auf jeden Fall noch was da und da bleibt vielleicht sogar auch was für immer, wie ist so deine Einschätzung, kann man das überhaupt jemals überwinden? Also in Bezug auf die Geburt meiner Tochter würde ich sagen, geht's mir gut. Das konnte ich, das wird immer ein Teil von unserer Geschichte bleiben. Das wird immer ihre Geburtsgeschichte sein. Die werde ich dir auch immer so erzählen, wenn sie das mal wissen möchte. Was das alles so mit sich gebracht hat mit diesen Angststörungen, das hängt mir schon zwischendurch noch nach. Ich bin auch heute noch, meine Tochter ist jetzt 2, heute noch in Therapie wegen diesen Angststörungen und es ist halt einfach so ein bisschen, das ist so nachgeschwappt, ne? Diese unerkannte PPD und das hat alles, ja, ist alles nicht irgendwo angekommen und dann sind diese Angststörungen entstanden und die spielen sich da immer noch so ein bisschen mit rein in das Leben, aber lang nicht mehr so schlimm wie vorher. Ich würde fast sagen, die hatten mich vorher ganz gut im Griff, aber heute habe ich die ganz gut im Griff. Also so umgekehrt, ne? Es gibt immer mal Tage, da darf es einfach blöd gehen und da muss ich dann auch mal Sachen absagen, weil ich dachte, okay, ist mir gerade doch zu viel. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, was Mamas ganz oft verlieren. Nur das muss ich jetzt auch noch lernen, diese Selbstfürsorge. Dieses etwas für sich selbst tun, damit man was für andere tun kann. Das fällt mir noch sehr schwer. Das ist aber nicht so einfach unterzukriegen mit Kind und Kegel. Du kennst das selber. Man arbeitet viel und man vergisst sich dabei so ein bisschen. Und ich glaube, ganz oft höre ich das von Mamas auch, dieses schlechte Gewissen, mein Kind irgendwo hinzugeben, damit ich jetzt eine Stunde was für mich tun kann. Dabei ist das völlig bescheuert. Mhm. Kein schlechtes Gewissen haben, damit du als Mama deine Akkus wieder aufladen kannst, weil sonst kannst du dich ja gar nicht vernünftig um dein Kind kümmern. Mein Kind ist auch gerade bei meiner Mama. Aber ich kann hier gut abschalten, zum Glück mit dir. Weil es so mitreißend war. Oh, danke dir, liebe Alina. Ey, du hast dir so krass aufgemacht und es ist so, so wertvoll. Ich hoffe, dass das ganz, ganz viele Menschen, Frauen da draußen hören, vielleicht sogar auch GeburtshilferInnen, die sich nicht bewusst sind, was sie da für eine Verantwortung im Kreißsaal tragen oder auch im Geburtshaus oder bei einer Hausgeburt. Es sei dahingestellt, ne? Wir haben da so eine riesige Verantwortung, was allein Worte für eine Macht haben in so einer vulnerablen Situation. Genau. Danke, danke, danke dir. Und ich wollte noch mal sagen, wir haben auch mal eine Folge hier aufgenommen mit Frau Högemann, heißt sie bei Instagram. Die hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben. So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen. Wer da irgendwie noch mal ein bisschen mehr reinhören möchte in das ganze Thema rund um Gewalt unter der Geburt, kann auch gerne in die Folge reinhören. Und ansonsten sind wir leider schon am Ende der Zeit. Und ich bedanke mich noch mal ganz herzlich bei dir und hoffe, oder ich muss es nicht hoffen oder mir wünschen, du bist auf einem tollen Weg. Genau, ich muss gar nichts wünschen. Du machst das großartig. Ich schaue zu dir auf. Alles Gute für dich. Danke dir. Mhm.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.